Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen weiter Star Wars und befinden uns hier im Gefängnis und da müssen wir erstmal rauskommen. Hier war dann noch irgendwas. Ist das ein Stromkabel? Okay, wo mache ich das dran? Wahrscheinlich hier, oder? Nein, hier nicht. Soweit hält es nicht. Was mache ich denn damit? Ah, hier ist auch noch was. Irgendwas da hinten. Nee, du nicht. Okay, du gehst nicht. Du gehst noch. Das war's. Sehr schön. Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Hallo. Hallo. Oh. Da war noch. Okay. Was passiert jetzt? Es hat jetzt Strom. Okay, aber nicht. Oh, das geht auch. Oh, wie weit ist. Okay, weiter geht's nicht. Ich wollte aber eigentlich das hier nehmen. Ist hier irgendwas passiert, wo du denkst, oh, das geht weiter? Ah. Okay, was lässt sich hier machen? Ah, die ist auch offen. Was finde ich denn hier? Ich weiß es nicht. Guck mal kurz dahinter, ob dort irgendwas ist. Nö. Ich glaube, das war auch völlig sinnlos, das braucht man nicht. Ich kann auch keine Knöpfchen drücken, weil das macht alles BT. Und wenn der weg ist, dann geht das nicht weiter. Da komme ich nicht klar.
Typen da so, ne? Interessant. Oh, da ist auch noch was drin. Das hat etwas bewirkt. Die Tür ist auf. Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Sehr schön. Ich glaube, ich werde beobachtet. Aber von wem nur? Sind die alle tot? Husch. Hey, ist da dran jemand? Halt zu, Madanago! Brauchst du Hilfe? Hoppa, Sorktomo Kiliuba, Shakpudu. Was? Sorktomo? Stuta Karkina Donda! Donda! Okay. Ich glaub, dir geht's gut. Hetschuta! Bin gleich wieder da. Was ist mit Ihnen geschehen? Okay. Komme ich hier lang? Also egal, wo ich langkomme, es geht nicht mehr weiter. Also müssen wir wahrscheinlich hier, hoffentlich fällt jetzt nicht runter. Hm, war ich ein bisschen voreilig? BD? BD1? Bist du das? Da bist du! Bist du okay? Ich hol dich da raus! Wo ist der? Ist der hier drin? Hat er so eine große Zelle für sich allein? Ich sehe ihn gar nicht. Das kommt von dort. Das ist total lang. Aber wo soll ich das denn anders hinpacken? Ich weiß nicht, kann ich da unten reinspringen? Ich glaube eher nicht. Beziehungsweise bringt es hier nichts. Was soll ich denn hier machen? Ist hier was? Nein, hier ist gar nichts. Ah, ich komme da oben lang. Da ist er. Hey! Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Die Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Sehr schön. Krass, einfach durchgeflogen. Das würde ich ohne dich tun.
zeig mal, was du kannst, BD. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Oh! Scheiße. Okay, sind wir drin. Was ist denn das jetzt wieder? Wie komme ich denn nicht da lang? Was ist das für ein Quatsch? Kommt das Ding nach oben? Hey, ich kenne diese Band. So, wir gehen kurz inne und versuchen da mal da drin da. Mal gucken, was uns da erwartet. Haben wir das Schwert? Mein Lichtschwert ist weg. Und wer bist du? Ich bin John Turbo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation! Du musst Greasy 4 abdanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Du willst eine Show? Oh. Dann bekommst du eine Show. Hey, bitte im Blut und Monetten! Heute zelebrieren die gefallenen Herausforderer der Vergangenheit. Wieso kann ich nicht auf den schleudern? Oh, was ist jetzt? Ah, nicht gut. Ah, das wird nervig. Auf ein neues. Hoffentlich müssen wir jetzt. Ich wollte gerade sagen, wir haben drei Fähigkeitspunkte, haben wir aber nicht. Das ist ja ein Ding. Sehr schön. Was? Was ist das jetzt? Achso, die explodieren die Teile. Oh, nicht weg, hier weg, weg, weg. Ich mach doch hier gerade meine Aktion. Warum blocken die das alles immer? Das ist total nervig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Okay, er will also die Hacke. Das kriegst du ganz schnell raus. Achso, das ist ein Fähigkeitspunkt. Lass mich zurückgewinnen. Meine Credits zählen. Astray, er redet echt zu viel. Schick mir mehr! Davon habe ich noch nie nichts. Geben wir etwas mit mehr mit! Das war gar nichts. Was nur? Leichter, Freund! Auf Unterstützung! Irgendwer geht, wie es schafft! Hilf mir, bitte! Warum ich da auch rein? Komm weg hier. Oh mein Gott. Haben wir jetzt die Spinne oder nochmal das andere Zeug? Ich hoffe, dass wir jetzt nur die Spinne haben. Ah nein, nur die kleinen Viecher. Drück doch oben. Jetzt bitte. Gleich nochmal. Du hattest Glück, Kleine. So. Was kam jetzt? Ein Spaß. So, jetzt haben wir den. Willst du mich verarschen? Was war denn das? Das war gut. Machen wir das Ding platt. Schlag ihn mit was richtig Fieses. Oh. Oh, übler als die Brustzeit auf Jelbeck Drive. Und schon ändert sich die Chance.
So. Was hat er gerade gemacht? Dass sie ihn selbst hauen können. Au! Ich hab doch extra geblockt, oder nicht geblockt, ich hab doch. Beim zweiten Mal. Na gut, der nächste. Bei den kleinen Viechern, da habe ich ein bisschen gescheitert. Das war doof. Das lief nicht so gut. Ich mache das jetzt nicht leichter, ich möchte es so schaffen. Das Zeug weg, natürlich tierisch weich. Oh nein! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Das hab sogar ich gespürt! So. Das lief jetzt mal ganz bescheiden. Nein. Wow. Der war gut, der war wunderbar, der war echt schön. Ui, weg, 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 weg. Hoffentlich kommt nicht noch was. Länger halte ich es nicht aus. Vielleicht noch mal. Willst du mich verarschen, Martin? Was hat er gerade gemacht? Das hab sogar ich kommen sehen. Das hat wehgetan. Wow. Lass mich aus, wir speichern.
größten Herausforderer kennst du. Die Haxion Bruce bläst zum Angriff. Ich hab einen Gegner. Es ist ein Gegner da. Das geht Schlimmeres. Oh, hat das wehgetan? Du langst vor Schmerzen, was? Du kannst dich ewig weglaufen. Ich kann's versuchen. Zeit zu sterben. So ein Mist. Müssen wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen? Ja, aber... Ach. Die zweiten, die kleinen Monster, die so auf mich schießen, die sind bescheiden. Das war das... Ach. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich? Immer noch zwei oder schon die drei? Nein, total, immer noch die zwei. Ich glaube, wenn mich so stören würden, hätte ich schon viel, viel mehr. Ist jetzt der Roboter? Ah, schön, jetzt ist wenigstens der Roboter da. Das würde ich gerne nochmal sehen. Heute ist nicht dein Tag. Doch, das mal. Gerissen? Jetzt geht's richtig los. Mach doch mal das Ding, du. Hallo? Wie oft? Ich drück mich fünfmal hoch. Was ist denn das? Das würde ich gern nochmal sehen. Das schafft sogar. Warum ich da reinrenne, ich Idiot? Was? BD, ich brauche Hilfe. Jesus. Oh, jetzt hast du ein Problem. Ich werde den Boden mit dir. Oh. Diese dominante Familie, weißt du? Wow. Achso, ihr trümmst Eingang. Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn's sein muss. Hab aber auch so eine schöne Tour drinnen lassen. Warum dreht sich das Ding eigentlich so? Weil es cool aussieht oder? Müsste jetzt explodieren. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Kerl, wir haben Tavul und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später.
Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Okay, reiß mir. Los, wach. Oh, da haben wir wenig gefunden. Auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Cal. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. So, wo sind wir jetzt? Landen wir? Nee, weg, raus. Oh, guck da. Haben wir doch schon ein paar gefunden. Ich glaube, da fehlen auch noch einige. Der Roche hier sieht toll aus, Grease. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Wir können mal schauen, ob es irgendwelches neues Material gibt für unseren Dings. Nein. Auch nicht wirklich viel, auch nicht wirklich mehr, auch nicht wirklich mehr. Und hier sieht es ein bisschen mehr aus, aber... Warten noch auf den dritten Punkt, dass wir dann die eine Fähigkeit uns ausführen können. Viel fehlt ja nicht mehr. Alles andere ist sonst voll. Weiß gar nicht. Hoffe. Und ja, wir reisen das nächste Mal wieder zu der... dahin, zu der Mission. Bin gespannt, wie es dort weiterläuft. Ich hoffe gut. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ihr dürft natürlich das Ganze gerne kommentieren, abonnieren. Reisen wir ab? Sehr gut. Ich sitze nämlich nicht gern rum. Und ganz viele Däumchen gelassen. Oh mein Gott, noch so viele Truhen, noch so viele Geheimnisse. Wie viel haben wir hier? 1 von 6. Und hier? Auch noch einiges zu tun. Na gut, Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert und ganz viele Däumchen hinterlasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, euer Chris. Bye.